Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Wetter sieht ja gar nicht so schlecht aus heute. Aber es ist trotzdem kalt. Nass ist es auch. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht mit euch reden, sondern ich wollte mit euch darüber reden, wie ich jetzt meinen Winter verbringe, wo jetzt alle Parks zu haben. Blendet die Sonne. Mal meckere ich hier, dass das Wetter schlecht ist. Ja, aber bevor ich euch erzähle, wie ich meinen Winter verbringe, ich hatte noch die Chance, noch einmal nach Willingen zu fahren und das Footage und den Tag und die paar Aufnahmen, die ich gemacht habe, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also das als allererstes. Viel Spaß. Wie vielleicht der eine oder andere über Instagram schon mitbekommen hat, war ich dem Tan und dem Justin ein bisschen helfen beim Filmen. Weil die haben einen Kameramann gesucht, der Tan ist ja sonst immer eigentlich hinter der Kamera und diesmal für ein Video vor der Kamera, das seht ihr auf seinem Kanal. Und ja, dann waren wir aber in Willingen und wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, auch einfach mal ein paar Runden so zu rollen. Und das sind jetzt genau diese Runden und ich war da wirklich mit Leuten unterwegs, die alle über meinem Level fahren. Und ich glaube, so schnell bin ich die Flow Country vorher noch nie runtergerollt. Es macht definitiv was aus, mit Leuten zu fahren, die einfach viel besser fahren als man selber. Und da sollte man auch keine Angst vor haben. Nochmal kurz zu dem Thema mit Leuten fahren, die besser fahren als man selber. Also ich bin ja der Meinung, dass es einen immer weiter bringt, wenn man mit Leuten fährt, die einfach schon länger dabei sind und man halt von Leuten lernen kann, die das Ganze schon länger machen, weil Videos anschauen, Texte lesen, Bücher lesen, was auch immer, das funktioniert nur auf eine bedingte Art und Weise, meiner Meinung nach. Denn nehmen wir mal an, du würdest jetzt Basketball spielen wollen. Dann würde es wahrscheinlich viel, viel mehr bringen, einfach mal den Ball in die Hand zu nehmen und auf den Korb zu werfen, statt immer nur Videos zu schauen, wie man den perfekten Korb wirft. Und beim Mountainbiken ist es, glaube ich, ganz genauso. Ich würde allerdings immer darauf achten, dass man einfach Leute um sich hat, die einen nicht irgendwie zu etwas pushen, was man eigentlich gar nicht machen will. Und Tan und Justin oder auch Jakob, mit dem wir unterwegs waren und mit dem ich zusammen sogar nach Willingen gefahren bin, ganz spontan, das sind alles Menschen gewesen, die einen nicht gepusht haben oder einen nicht irgendwie zu Sachen genötigt haben, die eigentlich noch nicht dem Level entsprechen und noch irgendwie total außerhalb der Komfortzone liegen. Aber dennoch möchte ich sagen, habt keine Angst, mit Leuten zu fahren, die vielleicht ein bisschen über eurem Level sind. Das muss einfach nur die richtige Person sein. Dann macht es genauso Spaß. Also keine Angst davor und nehmt es einmal als Learning. Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr mit Leuten fahrt, die besser fahren als ihr.
es gibt immer jemand Besseren und in meinem Fall noch ganz, ganz viele, die besser sind. Aber ich nehme es immer als Learning und immer als Gelegenheit, neue Dinge lernen zu können. So, ich hoffe, der kurze Tag in Willingen hat euch gefallen und ich möchte euch jetzt natürlich noch erzählen, wie ich meinen Winter verbringe. Ja, in erster Linie werde ich natürlich viel, viel Trails fahren, weil Enduro-Rennen steht sowieso an und ich muss so oder so Uphill trainieren, Trails fahren üben und so weiter und so fort. Aber abgesehen davon werde ich natürlich mich einfach ein bisschen schlau machen, wie das ganze Thema auch mit Anmeldungen und so für Enduro-Rennen aussieht. Das heißt, das wäre vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, welche Rennen gibt es da überhaupt. Weil momentan findet man online noch nicht so viele Eventskalender. Wenn ihr da bessere Infos habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Kann ich auf jeden Fall Unterstützung gebrauchen. Ja, aber auch Livestreams wäre natürlich eine Möglichkeit. Viele, viele andere fangen gerade Livestreams an. Wenn ihr da Bock drauf hättet, sagt mal Bescheid. Ich will da allerdings nicht das machen, was jetzt irgendwie alle machen, sondern schon irgendwie ein bisschen was anderes, weil das mir sonst ja zu langweilig ist. Aber auch so gemeinsame Livestreams wie mit Marc und Tom zusammen und wer war noch? Luca und Benny. Ja, sowas könnten wir natürlich auch mal machen, wie wir die schlechten Tage hinter uns bringen. Aber eigentlich finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich werde trotzdem fahren gehen, ich werde auch fahren gehen, wenn es schneit und so weiter und so fort. Ja, und da werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Die ganze Trainingssession für die Enduro-Rennen steht an. Das wird ein spannendes Thema. Ein paar Videos habt ihr schon gesehen. Und ja, es wird eine spannende Zeit. Ich hoffe, Corona macht uns keinen Strich durch die nächste Saison. Da hätte ich nämlich gar keine Lust drauf. Aber naja, wir werden sehen. Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt schnell eine Runde Radfahren, bevor das Wetter noch schlechter wird. Und später geht es noch zum Thomas. Und dort werde ich Matschreifen draufziehen für das schlechte Wetter. Also seid gespannt auf das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.